Regenschirm kommt man da... Nee, Moment. Aber dafür braucht man den Regenschirm. Egal, wir gucken uns trotzdem schon mal an. Okay, Weg versperrt. Da kommt man mit der Bombe durch. Die haben wir zum Glück schon. Druckplatten öffnen nur mit Hilfe von Gewicht. Mit der Uhrwerkbombe kann man eine Druckplatte mit Gewicht versehen. Ah, das klingt doch auch schon wieder cool. Ach, und damit machen wir dann die andere Seite auf. Lass mich raten, wenn ich sie dann auslöse, dann... Aber am besten durch das Ziffernblatt. Das Ziffernblatt ist aber verdammt weit oben. Wie soll ich denn da... Ach so, das mache ich mir, damit ich da hochkomme. Hahaha. Tada. Und was hat das nochmal mit diesem Symbol auf sich? Sieht so ein bisschen aus wie das, des Schlüssels. Schmelze und Wiederkehren. Schmelzen und Wiederkehren. Montage oder Zerstörung. Nach Bedarf. Ah, da ist der Regenschirm. Ein Paradies für Arbeiter. Kämpft nicht! Drücke E, während du ein Ziel anvisierst, um mit Alice Regenschirm zu blocken. Stimmt das Timing, kann Alice blocken, gewisse feindliche Angriffe umlenken. Im gerechten Kampf arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür zu arbeiten. Oh. Ja. Ja, okay. Kämpft den gerechten Kampf arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Okay, du verlierst dann deine Arme und wir können dich angreifen. Das ist doch auch schon mal... aber nicht so. So haben wir mal nicht gewettet, ne? Und... Ah! So, jetzt aber... Ne. So nett. So einfach lasse ich mich dann noch nicht von dich erwischen. Schade, dass die Kamera da so ein bisschen fixiert ist, wenn man in diesem Anvisier-Modus ist. Das hätte man auch echt schöner regeln können. Okay, jetzt willst du wieder schmeißen. Ah! Ich habe trotzdem geblockt. Oh, du hast immer noch eine Maske im Gesicht. Au! Mann! Ja, das ist schon mal kein leichter Gegner gewesen. Also die dauern ein bisschen länger. Aber mit der richtigen Taktik sind die ja zum Glück auch erledigbar. Ja, zwei Schalter, die uns weiterführen, aber aufdrehen und niederdrücken. Okay, das sind anscheinend die drei Gebiete, wo wir dann gleich des Hutmachers Teile besorgen werden. Also gehen wir erstmal in die Richtung. Moment, ich will auch das C sehen. Ah, Schmelze und Wiederkehr. Schmelzen und Wiederkehr. Ein paar Zähne. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Spring mehrfach im Flug, um an Höhe zu gewinnen. Hasen und Siebenschläfer, Meister der Tarnung. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter. Und die Stufen zur Erleuchtung erhält den Weg, schlechter aber die Stufen zu steigen, nimmt sie eine nach der anderen. Und tot. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Ja, ist doch gut jetzt. Du musst doch nicht die ganze Zeit reden, aber mein Gott, ist das schlimm. Du sollst nicht dann, wenn du mal wieder dasselbe sagst. Ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven. Und tot. Ah, okay, hier sieht's aus, als könnten wir die Beine besorgen. Und bestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter.
Schalter. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter. Okay, müssen wir uns das jetzt die ganze Zeit anhören? Von dem Laberkopf? Sehr ätzend. Der Zahltag. Aha. Unbestimmt verschoben. Na, das ist ja nett. Schlechter Arbeiter ist frei zu leben und zu arbeiten. So, wo jetzt? Ein toter Arbeiter. Okay. Und umgekehrt, sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven. Dekadenz, Abfall im Überfluss. Heute endet der die Verrücktheit des Hutmachers. Unbestimmt verschoben. Der Zahltag für ein ist gestrichen. Euer neuer Anführer. Willkommen Industrie, willkommen Effizienz. Die kleine Maus kenne ich noch aus dem ersten Teil. Die habe ich zusammen... Die habe ich zusammengesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Achso, ich dachte, das wäre ein Spiegel. Aber das ist kein. Okay. Eine Teekanne. Von der Teekanne kann ich die Geschosse bestimmt nicht zurücklenken. Oh. So, euch schon mal beseitigt. Können wir ja schon mal zu den Teekesseln übergehen. Komm, ich wollte gerade sagen, hier ist doch das auch von dem Teil. Ja, weg mit dir. Ja, die paar Treffer reichen zum Glück. Ha. So leicht kriegt ihr mich nicht mehr. Da drüben ist wieder eine Erinnerung. Oh, das ist... Aha, Brain. The Brain. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Mhm, okay. Was auch immer jetzt der Gasanschluss damit zu tun hat, dass ihr nach Brighton konntet. Und noch was zu trinken aufgesammelt. Und natürlich ein paar Zähne. Ah, es war so klar, dass das jetzt passiert. Wo bin ich? Okay. Aufgesammelt habe ich es noch. Gut. Aber kann ich nicht hier drüber irgendwo... Nee. Hierüber kann ich leider nicht updaten. Ja, was das mit dem Malen so auf sich hat, weiß ich bisher auch noch nicht. Aber wir sind eigentlich ganz gut dabei. Wir haben 11 von 18 Fläschchen, wir haben 7 von 14 Schnauzen und 18 von 26 Erinnerungen gefunden. Na, vielleicht gehen wir ja mit einer ziemlich guten Anzahl hier im Endeffekt raus. Da war Brain gewesen und ja. Ja, Schalter. Das Gebiet ist... Moment. Ne, draufschießen bringt nichts, also lassen wir es. Aktivieren wir lieber den Schalter hier. Schalter. Ah. Puh, das war knapp. Ist das jetzt hier ein Geheimweg oder? Ne, geht zum Schalter. Gut. Ah, wir können nach links hoch. Und wir dürfen dann nochmal außen rum. Ja, es ist aber nett vom Spiel. Jo, auf die Plattform. Eine Etage höher bitte. Und da rüber springen. Nein, zu früh. Ah, so kann man es natürlich auch machen. Nein, so kann man es nicht machen. Doch, so kann man es machen. Ja, lecker, lecker, lecker. Miam, 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 miam. Kleine schwarze Gestalten. Die hab ich doch zum Fressen gern.
Ach, hört doch auf, euch versuchen zu wehren. Bringt doch eh nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das da hinten? Jo, ist noch gesammelt. Sehr schön. Gut, jetzt heißt es zum richtigen Zeitpunkt abspringen. Ah, gut, drüben. Dein neuer Anführer, Siebenschläfer. Ja, den hatte ich geschafft. Industrie heißt Fortschritt. Ja, du bist also für die Augen zuständig. Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Klingt nach dem Plan. Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Oh, und er labert wieder. Ist das ätzend. Arbeiter, ein lebendiger Arbeiter ist ein guter Arbeiter. Kannst du langsam auswendig. Haha, so nicht. Zumindest nicht so einfach. So, sehr schön. Aber hier ist nochmal irgendwo eins, oder? Ah, da oben, ja genau. Aber dafür müssen wir anscheinend außen... Nein? Gut, ich dachte, du gehst jetzt in die Lava rein. Außen rum. Aua! See? Ja, da wollen wir hin, das weiß ich. Dass ich da auch irgendwie lebend ankommen möchte, ist, denke ich mal, sollte selbsterklärend sein. Wow, 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 wow! Kommt da einfach Lava von oben? Wie nett ist das denn bitte? Hier bin ich. Ich glaube, ich sollte öfter mal dafür sorgen, dass meine Anzeige, meine Lebensenergie auf Null runtergeht. Ah, Moment. Erst lösen wir das noch aus und das. War das denn gerade ein Anzeichen dafür, dass es da durchgeht? Nein. So. Irgendwie fehlen mir bisher so ein klitzeklein bisschen die Bosse. Ah, sehr schön. Das heißt, es gibt aber auch massig zu untersuchen. Zum Beispiel, wie kommt man da rüber? Und warum haben wir schon wieder so schöne Musik? Das kommt auch noch dazu. Die Musik sagt eigentlich aus, dass hier wieder Spaß angesagt ist. In Form von Kämpfen. Ach, okay. Ich sehe schon, was hier wieder anmacht ist. Das heißt, es ist aber noch rausfinden, wo ist da oben. Okay, das habe ich erwischt. Ist hier sonst noch irgendwo ein? Komm, 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 komm. Gut. Ach, da kann es hinten. Richtig so erledigt? Ja, sehr schön. Bei euch nach oben. Hey, komm. So. Sonst noch jemand ohne Fahrsche? Ah, Mauseloch. Oder eher weniger Mauseloch, sondern mehr Schlüsselloch. Jeder weiß, dass das Unheil in den Papierbergen deines Vaters ausbrach, Alice. Die eigentliche Frage lautet, wie? Aber wir haben eine neue Schnauze. Ui, und einen Korb. Da musst du auch so langsam die Zahnfee sich hier mal wieder bei mir melden, oder nicht? Dass ich upgraden kann. Oder gibt es dafür spezielle Punkte? Ich weiß es nicht. Ich habe es bisher noch nicht rausgefunden. Soll ich mal vielleicht ins Handbuch reinschauen? So.